Heute reden wir über eine Achterbahn, die für mich wirklich Sinnbild der fertigen Layouts bei Rollercoaster Tycoon war und oder ist. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und einem neuen Review zu einer Achterbahn, die für mich wirklich die Achterbahn fast schlechthin ist für diese fertigen Layouts, die es bei den Spielen Rollercoaster Tycoon gab. Ich nehme schon mal vorweg, ich habe das nicht nochmal jetzt gefunden und kann das nicht verifizieren und es macht vielleicht auch nicht so ganz viel Sinn, denn Rollercoaster Tycoon 1 kam 1999 raus, Rollercoaster Tycoon 2 2002 und Rollercoaster Tycoon 3 2004 und die Achterbahn, über die wir heute reden, wurde 2006 eröffnet, was natürlich nicht heißen muss, dass man nicht die Möglichkeiten hatte und den Input im Vorfeld bekommen hatte, um das Ganze trotzdem im Spiel zu implementieren. Also Rollercoaster Tycoon 1 sah noch so aus, das war dann Rollercoaster Tycoon 2 und Rollercoaster Tycoon 3. Ihr werdet es vielleicht schon am Titel erkannt haben oder so gesehen haben, wir reden heute über Speed No Limits. Nicht so der geilste Name, aber für mich war das immer eine ziemlich geile Bahn, bis ich die jetzt gefahren bin. Aber erstmal, wo steht Speed No Limits? Und dafür müssen wir nach Großbritannien, nach Wales und dort in Narberth steht der Oakwood Theme Park. Und im Oakwood Theme Park befindet sich seit 2006 die Achterbahn Speed No Limits. Das Ganze ist laut dem Oakwood Theme Park übrigens die schnellste Achterbahn in Wales und das mit 95 km/h. Und das Ganze soll auch der erste Eurofighter von Gerstlauer überhaupt in Großbritannien gewesen sein. Und damit sind wir beim Hersteller. Hersteller Gerstlauer Amusement Rides aus Deutschland und vom Achterbahntyp her ist das Ganze ein sogenannter Eurofighter. Hier mit einer durchgehenden Zweigurtschiene. Kleiner Fun Fact, das Ding hat nur eine Zweigurtschiene, röhrt aber wie so eine große B&M-Kiste. So laut ist es echt krass. Für diese Bahn musste übrigens der Oakwood Theme Park 3 Millionen Pfund investieren, was heute umgerechnet 3,39 Millionen Euro wären. Und designt wurde das Ganze vom Ingenieurbüro Stengel. Um mit dieser Bahn mitfahren zu dürfen, müsst ihr mindestens 1,25 Meter groß sein. Und insgesamt könnte die Bahn theoretisch 800 Personen pro Stunde abfertigen. Das Problem ist, es sind hier Einzelwagen. Also es ist nicht das Problem, aber es sind hier Einzelwagen und die typischen Eurofighter, 4 Leute nebeneinander in 2 Reihen hintereinander mit theoretisch 4 Wagen auf dieser Bahn. Als wir da waren, gab es nur 2. Das für mich wirklich sehr coole Layout findet übrigens Platz auf einem Footprint von 130 x 30 Metern, was wirklich sehr platzsparend ist für eine sehr große, imposante Achterbahn. Und diese Bahn ist dann nämlich 600 Meter lang, 35 Meter hoch, erreicht, wie eben schon erwähnt, eine Spitzengeschwindigkeit von 95 km/h. Es gibt 2 Inversionen, also Überkopfelemente. Und der Drop, also die erste Abfahrt, der erste Sturz, hat eine Neigung von 97 Grad, was sich im oberen Feld der Welt Rekorde der steilsten Abfahrten bewegt. Und wie erwähnt, waren halt nur 2 von 4 Wagen vor Ort. Das Abstellgleis war leer. Das Abstellgleis kann man sehen. Es ist unendlich abgeranzt. Diese ganze Ecke da ist unendlich abgeranzt. Diese Bahn ist komplett abgeranzt. Die Station ist hässlich und dreckig. Die Bahn, also dass die Farbe nicht mehr gut aussieht, ist das eine. Die Farbe ist teilweise nicht mehr da und komplett abgeblättert, abgeplatzt. Dreck, Schmutz und auch Flugrost sind jetzt nicht sicherheitsrelevant am Anfang erstmal. Aber trotzdem sieht das scheiße aus und so darf eine Bahn einfach nicht aussehen. Das ist unglaublich kacke. Also so ungepflegt, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und ich glaube, ich nehme jetzt nicht zu viel vorweg, dass ich jetzt schon mal anteaser, dass das auch ein wenig auf die Fahreigenschaften sich ausgewirkt hat. Wenn wir schon dabei sind, also es gibt kein eigentliches Thema. Es gibt keine Thematisierung. Es gibt eine offene, hässliche, dreckige Station. Farbe ist nicht mehr da. Drumherum ist jetzt nichts toll gestaltet, thematisiert oder sonst irgendwie was. Es gibt kein Konzept. Das ganze Teil steht in einer Sackgasse. Ich hasse Sackgassen in Parks, wo eine Attraktion in einer Sackgasse ist und es nicht mehr weitergeht und man wieder zurück muss. Dass das da auch nicht so gut funktioniert, hat sich bei unserem Besuch auch gezeigt. Wir haben bei Megaphobia 1 Stunde angestanden, um mit der Holzachterbahn zu fahren, sind von da aus direkt rübergegangen zu Speed No Limits und haben da 0 Minuten gewartet, konnten direkt durchgehen, weil da keine Sau war. A, findet man es wahrscheinlich nicht und B, ist das Ding halt wirklich scheiße. Es gibt natürlich noch ein paar positive Sachen. Das Layout finde ich wirklich gut. Der Footprint ist richtig cool. Es gibt Bilder,
am Gelände vom Bau der Attraktion. Halbherzig, aber es ist vorhanden, es ist da. Ich möchte das mal irgendwie auf die positive Seite stellen. Und dieses große Iconic-Schild vorne, Speed No Limits mit der Bahn im Hintergrund. Das finde ich cool, das mag ich, sowas, auf sowas stehe ich. So, das ein bisschen so zu den Fakten und Rahmenbedingungen und Allgemeinen zu Speed No Limits. Nein, no, doch, Speed No Limits, so, mein Gott, ey, den Namen darf man nicht zu oft sagen. Kommen wir zur Fahrt. Aus der Station raus geht es in einer Rechtskurve zum Vertikallift. Der Vertikallift bringt uns dann auf die Höhe von 35 Metern. Vertikallift, so normal, so bekannt, so abgeranzt hier. Aber jetzt nichts Besonderes Außergewöhnliches. Oben angekommen geht es dann halt direkt über die Kuppe und wir fallen nach unten, also fahren nach unten. Und das wird, wie gesagt, an einer Neigung von 97 Grad, also mehr als senkrecht geht es erstmal wieder nach unten. Und dort erreichen wir auch die Höchstgeschwindigkeit von 95 km/h und 4,5 G im Tal. Das ballert auf jeden Fall ganz schön. Und dann geht es auf einen wirklich riesigen, großen Airtime-Hügel. Das ist cool. Sowas ist immer nice, sowas macht Spaß. Der hat sogar minus 1,3 G, was auf jeden Fall einen rausruppt. Und umso mehr am Ende dann wieder auch unten einschlagen lässt, vor allem mit diesen nicht so guten Fahreigenschaften. Es fehlt halt auch so einfach so ein Fragment im Video dadurch, durch diese Härte gefühlt. Dann geht es nämlich in eine große, überneigte 110 Grad Kurve. Finde ich auch eigentlich ganz cool. Und diese Kurve führt uns dann zur ersten Inversion. Und da gibt es erstmal schon mal einen richtig harten Schlag. Dann fahren wir in einen gigantischen Looping. Auch eine coole Sache mit diesen kleinen Wagen, solche großen, gigantischen Loopings zu durchfahren, meiner Meinung nach. Rausknallt es auch wieder und es geht sehr schnell, sehr steil, ein bisschen eingedreht, wieder nach oben zur Blockbremse. Wir reduzieren auch ein wenig die Geschwindigkeit, weil der ersten Part durchfährt das Ding wirklich mit einer unfassbaren, brachialen, durchgehend schnellen Geschwindigkeit. Richtig cool. Und dann etwas langsamer fahren wir oben lang und haben einen sehr bizarren Blick, meiner Meinung nach, auf die Einfahrt in die Hardline Roll. Ist eine coole Sache. Wir drehen uns rechts rum in die Hardline Roll. Raus geht es links rum in der Kurve. Dann gibt es aber nochmal so einen Umschwung wieder nach rechts rum. Um dann anschließend in die Abwärtshelix zu fahren. Doppelte Abwärtshelix. Wo natürlich, wie soll es auch anders sein, kein Schlag drin fehlen darf. Den haben wir auch da wieder mit drin. Und dann geht es auch mit Wumms in die Schlussbremse. Wir werden schnell, sanft und anständig gebremst. Und das ist ein ziemlich langer Brake Run, weil wir theoretisch auch ein paar mehr Wagen auf der Strecke haben könnten. Den fahren wir dann runter und in der Rechtskurve geht es dann wieder in die Station. Dann war es das auch schon wieder. Es sind nur 600 Meter, aber es sind 600 Meter. Und so wenig ist das jetzt auch wieder nicht für so eine Art von Achterbahn. Es war jetzt wirklich nicht so, wie man es sonst typischerweise erwarten würde und wie es oft typischerweise so ist bei den Eurofightern, dass du links und rechts die ganze Zeit anschlägst. Ich bin wirklich nicht empfindlich und ich bin aus dem Ding mit wirklich miesen Kopfschmerzen rausgegangen. Und wie gesagt, nicht wegen diesen Schlägen, sondern wegen diesen Schlägen hier quasi. Das Ding hat halt so... Oh, das liegt halt einfach daran, dass da keiner anständige Wartung macht, keiner irgendwelche Räder tauscht und keiner sich um irgendwas kümmert. Also so ein Mist habe ich schon lange nicht mehr gesehen und so unnötig, weil wenn das Ding anständig gepflegt wäre, wäre das eine richtig coole Achterbahn. Das Layout ist meiner Meinung nach ist das richtig cool, so wie das Teil da steht, ist es richtig cool. Hättest du jetzt noch die Wagen, die Eurofighter-Wagen mit den Schoßbügeln und nicht mit den Schulterbügeln und eine anständige Wartung und das Ding wird gut fahren, das wäre echt richtig geil. So hat das halt für mich einfach nur Rollercoaster Tycoon Vibes. Ich freue mich, das zu sehen. Ich erfreue mich an den Offroad-Aufnahmen und möchte das auch nicht nochmal fahren. Der Count ist da, der Rest ist egal. Es ist so schade, das ist so eine coole Bahn, so eine schöne Bahn. Wenn ihr mehr zum Oakwood Theme Park sehen wollt, gibt es hier auf jeden Fall den Vlog zu unserem Besuch von dem Tag im Oakwood Theme Park. Und wir werden auch nochmal hier über den kompletten Park sprechen in der Parkvorstellung und sehen uns sowieso jeden Tag um 18 Uhr zu einem neuen Video hier auf dem Kanal wieder. Deswegen lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und überhaupt, ihr kennt das Spielchen, ihr wisst, wie es funktioniert. Und eure Meinung zu Speed No Limits gerne in die Kommentare. Ansonsten war es das von mir an dieser Stelle mit diesem Video. Ich bin raus, ihr seid die coolsten. Euer Profis, Ride Review Magazin. Peace.